So. Wie bekommt man ein Fahrzeug? Das weiß ich Einfach nur nicht. nehmen, was da steht. Einfach hingehen, Okay, dann drückst du F spawnt und dann ist mal. es dann. Wir nehmen uns ein Logi. Die Squad-Leader-Klasse nicht vergessen. Habe ich schon gewählt. Ja, nice. Ansonsten sagt den anderen Squad-Leadern einfach Bescheid, dann können wir so als zweites Team mit hinterherlaufen. Ja, wenn du Fragen hast, kannst du auch fragen. Ich habe ein paar Spielstunden. Okay. Jo, ich bin noch mal kurz AFK, bin sofort wieder da. Ah, Lenin ist mit mir schon gerade ein paar Mal als Squad-Leader gestorben, der weiß jetzt schon, wie es nicht geht. Ja, immerhin. Aus den Fehlern lernen. So funktioniert das Leben im Normalfall, ja. So, ich geh mal fix noch einen rauchen. Na, gerade redet keiner. Buschen, wie lade ich nach? Mit Das ist R, richtig. oder? Soll ich als Marksman woanders erstmal mitfahren, um weiter vorne ein bisschen scouten zu können? Kannst du machen, du kannst alleine laufen. Gibt ja auch Feuerteam. So, wir warten, bis Kagat eingenommen wurde und dann gehen wir auf die nächste Flagge. Wir gucken, wo, also wir warten, bis Kagat eingenommen wurde und dann gehen wir auf die nächste Flagge. Ach, kannst du nochmal wiederholen? Oh, herrlich. Erklärten Samaj. Legen auf der 4 ist immer der Move-Marker, ne? Wie bitte? Die Markierung auf der 4 ist immer der Move-Marker mit der Linie. Ich weiß, aber ich habe kein Gesetz. Ah, okay. Lenin ist schon so erfahren, der fährt Freestyle mit dem Team über die Grenze. Ja. Könnten vielleicht ja auch noch eine
Fob hinbauen. Ich weiß nicht, ob das zu nah ist. Könnt ihr mir ja sagen, hier im Dorf. Ich würde sagen, wir warten mal, wo die zweite Flagge kommt. Dann warten wir mal hier. Kip. Mach mal den Motor aus, solange wir warten. Ja, was wird denn Greta dazu sagen? Flagge ist eingenommen, wir machen mal, warte, ich markiere es mal. Machst du einen zu viel geraucht oder was ist los mit dir? Da. Guter Spot. Finde ich super. Ich mach alles aus Kontrolle. Lenin ist entspannter, dafür hat er nicht so einen Stress als Leader. Abwarten, wenn die Action losgeht. Dann brechen sie alle ein. Und das Chaos ist vorprogrammiert. Wir bauen mal hier so eine kleine Hep und fahren dann weiter. Die greifen ja aus nordwestlicher Position an. Ich würde sagen, östlich würde ich auch. Könnt ihr mal entladen? Hast du das, Danny, mit der Ansage nordwestlich? Nein. Oder? Ich hab's gecallt. Ich versuch dich mal ein bisschen im Auge zu behalten, komm da raus. Wir setzen noch eine Ammo-Crate. Achso, hast du schon, gut. Voll. So, fahren wir mal weiter. Will jemand Fireteam? Wäre vielleicht gut, wenn du einen HUD, einen LAT und noch einen Schützen, einen Fireteam packst oder sowas. Ein wenig nochmal. Den HUD kannst du eins geben, ich leg mich hier auf die Lauer mit dem MG und guck ich viel durch die Gegend. Oder dem gibst du eins, einen Heavy MG. Dem AT, den Heavy AT soll ich jetzt. Mit wem willst du gehen? Ja, das ist glaube ich gar nicht so wichtig, oder muss man das markieren? Habe ich da eine extra Markierung für meinen Mate oder was? Nein, nee, aber du, ja, nee, den siehst du halt ein bisschen anders. Ja, das ist ja eher so sekundär, ne? Können wir gucken gleich, wenn wir zusammen im Gefecht sind.
gucken wir mal, was jetzt noch passiert. Solange verteidigen wir mal. Ich gehe mal auf die linke Flanke mit dem MG. In die Capture Zone. Und sind wir doch. Sind wir doch hier schon? Ja, sind wir ja. Weiter so. Ne, stimmt, das Train Station. Ich höre irgendwie eine Kette südlich von uns. Copy. Das dürfte nicht friendly gewesen sein. Denke ich auch nicht. Nein, das ist hier auch wo daneben. Ich hab keine Chance. Yep. Ja, südlich von uns ist eine gegnerische Kette. Hallo? Würden Sie so nett sein? Mit einer hier Schaufel machen bei meinem Müser. Wode. Ja, dass ich ein bisschen Baller machen kann. Ein bisschen Bumsi. Boah, danke. Okay. Das haben wir die drei Neger. Die drei Schwarzen. Zurück. Ich weiß gerade nicht. Ich würde gerade erstmal verteidigen, bis was entschieden wurde. Ja, alles klar. Norden 345 Beschuss auf uns. Norden 345, Vorsicht. Nordwestlich vom Almaka. Ungefähr 150 Meter ist feindliche Infanterie aufpassen. Am Hang 345, direkt neben dem Stein. Ja, die pushen aus 300 Nordwesten. Zum Norden zu Fahrzeug ist jetzt euer bei mir. Fahrzeug fährt Richtung Nordosten. Schön chillig.
Kannst mich mal markieren, die holen da gerade drei Leute wieder. Da wurde gerade selber reinmörsern, ja. Check. Wenn ich geht, Luftpumpe ist egal, dann spawnen wir direkt. 4 bis 5 Leute. 3 habe ich geholt. Haben wir geholt. Wobei, ah ne, der ist gar nicht umgefallen, haben wir nur 2 geholt, ne? Stimmt. Der gar nicht umgefallen, ne? Kommt mal mit, da sind genug Squads zum Verteidigen. Jetzt von Norden irgendein Fahrzeug ausgeschaltet. Ja, schon. Bist du mir jetzt gerade mit der Nase weg, korrekt, ja? Ja, letzte Sekunde verblutet. Borat, pass auf, davon ist heiß. Eingelassen. Fahrzeug steht da. Sieht in Gabukai aus. Vortrag hoch nach rechts, weiter. Ich fahre mich hier und fahre aus Nordosten. Gabukai landet ein Heli. Feindfahrzeug aus Nordosten. Antitank. Feindliche Infanterie am Eimarker. Ach. Schön, wenn die Antitanks sich mal um das Fahrzeug kümmern. Wo ist denn das Fahrzeug? Markiert. Osten, Nordosten. Wer ist das da von uns im Camp? Wie sieht's da aus? Ich komme auch dazu. Sieht's oben aus? Ich habe da keine Antwort. Lumpex. Hab den Lumpex-Dings einmal getroffen im BDR. Achtung, Lenin, auf dem Weg zur Flagge sind Gegner auf dem halben Weg irgendwo rechts zur Straßenseite durch. Bitte versuchen hier die Fahrzeuge auszuschalten. Ja, ich laufe denen die ganze Zeit hinterher. Ah, da kommt auch ein Heli. Jetzt direkt über doch mir. Noch ein Fahrzeug hier, genau bei mir. Copy. Fahrzeug fährt in die Cap rein.
Irgendein Kontakt bei hier hinter dir auf dem Hügel, wo das Fahrzeug hin war. Entweder sind sie am Bunker, am Radio oder noch ab. Planänderung, wir verteidigen jetzt wieder. Ich weiß nicht, was die Anti-Tanks da machen, also passiert jetzt mal irgendwie irgendwas oder. Ich wollte da unten auf jeden Fall was schaufeln. Einen habe ich da angekriegt. Fahrzeug steht immer noch da. Wo ist das Fahrzeug? An meiner Leiche, an der Straße direkt da. Über mir rechts. Ist glaube ich da. Copy, Fahrzeug da. Irgendwas wollten die hier gerade schaufeln an dem Haus. Ich weiß nicht, ob es noch fopp war. Ja komm, push vor. Trottel, Alter, oder willst du eine halbe Stunde auf dem Hügel hocken und nichts machen, Alter? Oh, traut sich halt keiner irgendwie mal raus. Er steht nur auf Kader rum. Der ist komplett useless dahinter. Wir laufen Nazi Squad 3. Die schaffen das alles in Nikolai. Don't run away! Was anderes zu tun ist, ist nicht. Yep, der. Haben wir hier einen Rifleman? Rifleman? Ich brauche Munition! Kostet aber extra, du. Und die Licht. Vielen lieben Dank, schön! Danke. Boah, Küsschen aufs Nüsschen. Mögen deine Wünsche schon nachfliegen. Eine Kette ist von uns hier noch her. Was denn? Das könnte noch unser MBT sein. Der fährt hier auch rum. Seiner war. Ja,
Hinters Haus. Luftpumpe bei dir irgendwo. Der ist rumgerannt. .255 sind da Infanterie auf dem Hügel. Ja, BET ist zerstört. Ich bin in der Hütte, Digga, was schießt du auf mich? Ne, das läuft ja random hier, der hier schießt. So, die haben die Hub in Gubakai. Könnt jetzt pushen. Ja, wir kippen auch schon. Eli kommt aus Norden. Na, ja, der fliegt weiter. Check. Der Squattes könnte zurückkommen zu Nikolai. Das heißt doch auf 20, oder? Oder die Schüsse? Über mir.
Wir gehen zurück zu Nikola. Gesetzt. So, vor mir ist die Mörserstellung. Sollen wir jetzt noch auf Kabuka bleiben? Wir ketten gerade. Bin hinter dir, ich komme. Börserstellung hier bei uns. Ausgeschaltet. Gibt's Deckung? Borat, wo bist du? Hab die Mörser hier ausgeschaltet? Ja, wo auf der Karte? Ich glaube im Norden, ne? Hast du Check. Pressearbeit. Mit einem anderen Typen. Gibt's ich schaufel gerade am Radio. Gebilde? Ich habe jetzt im Moment gelegen an der Straße, da ist nicht mehr so weit. Ich bin am gegnerischen Funk, ich habe hier gerade vier Leute ausgeschaltet, die sind alle um mich herum, die sehen mich nicht. Jungs, das Radio schon gefunden? Check ist split out. Oh, nice. Na dann weiter so. Habt ihr schön gemacht, Jungs. Ja, bin ich mit dem Dreck, ne? Komm einmal hier, ich setze ein Rally. Oder hat mich das hier keine Foppeln mehr? Stellung komplett ausgeschaltet hier oben. Sehr gut. Habt zerstört. Ich bin Pumpe, was los? Hast du was gesehen? Noch nicht. Noch nicht. Ich bin hinter dir. Ich höre die ganze Zeit noch was. Wir müssen in die Cap sein von Nikola. Ja, sind wir. Vereinzelt Feinde von Norden Richtung Nikola rein. In der Nähe von dem Rauch. Da kann ich bestätigen, ich war mir vorher nicht sicher, da ist Bewegung, ja. Objective capture. Move to the next objective. Keep the initiative. Stay aggressive. Oben bei Loa haben wir die ganze Zeit ein Heli. Ich denke mal, die haben da schon ordentlich was gebaut. Bei mir im Gebäude ist jemand.
Sauerkraut, kannst du zu mir aufschließen, dann können wir das Gebäude stürmen, wo Lenin drin ist. Ist ich bin am drin. Weg, das ist. Ja, ich bin am Weg, Ich werde da reinnähen und dann schauen wir rein. Es dauert, ich bin unter Beschuss. Aufgenommen. Ich hab leider keine Granate oder irgendwas. Ich bin Grenadier, ich werde reinnähen, wenn ich es nach vorne schaue. Magic, siehst du mich genau zwischen euch vorne? Ich bin verblutet. Ja, ich bin hier die ganze Zeit schon. Ich bin verblutet. Hab ihn angehittet, aber nicht getötet. Feindlich Fob gefunden. Wo? So. Ich bin oben drin im Fenster. Ist markiert. F746. In dem Gebäude, wo Linien drin liegt, muss einer drin sein. Halt ein bisschen Abstand, die in die Bärwa. Ja, ich glaube, das dürfte sein. Jungs, ich brauche hier ein oder zwei Leute zum Abschaufeln. Hier sind auch noch Gegner im Haus. Da ist noch Bewegung drinnen, ich weiß nicht, ob das freundlich oder feindlich ist, gell? Nee, hier im Haus sind also gleich. Ich bin im Gebäude und revive Lenin. So, ich muss ab. Ich brauche mal Muni. Close hier im Haus. Sorry. Bei mir ist einer 12. Close, ich brauche Hilfe. Unbedingt hier im Nordwesten von Nikola. Ich weiß nicht, ob hier noch einer drin ist. Feindlichen Spawn. Ich baue schon das Radio ab gerade. Ja, ich glaube, das war der eine fast. Ah, hier ist clear. Squad Leader aufpassen, genau vor dir ist ein Gunner. Der hat das aufgegeben. Ach, keine Ahnung, wo der herkam. Ich glaube, das war der mich gekillt hat. Robert, hast du Munition? Ja, ich bin drauf. Ich guck gleich. Hey, egal, am Truck war noch Munition. Check. Wir verteidigen hier, weil ja, wir werden hier wieder an. Ja, die spawnen euch die ganze Zeit nordwestlich von euch am Dorfrand. Rein theoretisch müssten wir da unten unser Radio abbauen und uns dann davor ziehen. Aber die werden es dann wieder einnehmen. Oder unsere Gegner schaufeln das Radio ab. Hast du noch ein Medpack? Ah, cool, danke. Ja, nimm mal den anderen, das ist mein letztes. Magic, Borat, wollen wir mal zu dritt rübergehen, die Fob von den kleinen Mann? Welche genau? Bin dabei. Nordwestlich von Nikola. Check. So, ich mach mit. Ich spawn am Rally, 10 Sekunden.
Komm. Komm zum Rally. Ich leg mich schon mal vor euch auf die Lauer. Aber Bescheid, dass da eine FOB steht. Nicht, dass die da jetzt mit Anti-Tanks spawnen. Okay, wir pushen mit dem Panzer zusammen. Sie haben Sichtkontakt 200 Meter. Das gegnerische Squad. Schieß am besten noch nicht. So nah wie möglich. Nein, nein. Close, close, close. Jungs, bei mir direkt am Zaun. Hinterm nächsten Haus quasi. Wie viele? Ich hab nur einen gesehen. Einer ist down. Einer ist down. Und der ist im Grünen da, oder was? Ja, der war direkt vor euch, das nächste Haus. War da innerhalb oder außerhalb? Ne, wir sind uns entgegengelaufen, der wird im Haus sein höchstens, oder vielleicht ist das der, den ich... Einen hab ich außerhalb, ja. Das wird der gewesen. Negativ, im grünen Haus ist noch einer. Stark Hits. Könnte sein, dass ihr Feinde hinter euch habt, die Rallyes überlaufen. Ja, ja. Wir spawnen in der Main. Borat, hast du ihn? Den hab ich, bin aber auch down. Weiter weg war noch einer. Die Straße näher Haus gegenüber oder so. Lieg aber hinterm Zaun, maybe bin ich safe. Ja, wir werden da eine neue aufbauen. Du hast aber gerade nur einen Transporter, ne? Das ist kein Logi. Lol. Boah, hier gibt's ja auch keine Logi. Scheiße. Habt ihr eine Idee, wie wir Materialien bekommen? Mit dem Heli vielleicht, beim Transport mal anfunken. Squad 2 ist das. Soll ich respawnen oder willst du gleich probieren? Ja, ich bin ausgeblutet. Dann respawn ich. Aber den ganzen Weg auf ich glaube ich noch eins. Wir fahren mal und gucken, ob die da was machen. Sollen die FOB weiter attackieren oder? Auf Gabuka. Rein theoretisch ist das nur gut, wenn die da unten rumsprinten. Lass sie doch da unten rum, Eimer, das schaut uns doch kein Stück eigentlich. Solange sie Gabuka nicht einnehmen, ist ja... Na könnt, ja genau, das ist richtig. Aber wenn sie Gabuka eingenommen haben und da unten alles aufgebaut haben, das könnte uns auch alles sprengen. Oh mein Gott! Also, das ist vielleicht Magic, da den scheiß Lodgy da zu holen. Ich hab hier drei Leute immer noch hier, Scheiße. Magic, komm zu dir.
Aber könnte sein, dass sie gerochen haben, vom wo ich schieße, also aufpassen. Leute, die tatsächlich was tun für ihr Geld. Der Rest schießt sich gegenseitig in den Kopf. Ja, Mann. Ja, aber ich bin stuck in der Textur. Kommt ja, raus. Also da müsst ihr euch gegenseitig aufschaufeln. Jungs, der feindliche Fock von hier im Westen, ne? Guckt da mal zwischendurch den Hügel hoch. Wir haben auch schon. Vor dir links. Hab noch einen. Jetzt bin ich down. Einen gesehen oder mehrere? Es waren mehrere. Luftpumpe, wir bleiben hier oben. Hier habe ich eben schon mal gelegen. Hier ist ein schöner Clip. Zoll. Ja, Lead, sag mal bitte Squad 3, dass die gleich massiv Kontakte aus Westen kriegen. Ja, Squad 3, sag denen mal Bescheid, die kommen gleich über den Hügel aus Westen. Von Nikolaus? Ganz genau. Weißt du was, ich gehe in Stellung, vielleicht kann ich die hinhalten. Gut, wir müssen probieren in Radio Station zu spawnen und den Logi von uns zu holen. Feind Heli? Das war genau eine Sekunde zu spät. Feind Heli, Feind Heli. Down, nice. Ja, ist ein. Hab einen. Ich muss zurück. Keine Muni mehr. Das war Nummer 2. Ich könnte ein bisschen Unterstützung gebrauchen. Ich hole mir ein bisschen Muni und dann versuche ich hochzukommen. Medic. Scheiße. Komm gleich, ich bin noch am Schaufeln. Ja, Sekunden. Genau. Wir greifen da an. Rapp ist überrannt. Müssen zurück verteidigen. Doch nach Verteidigung.
Und Gabakai. Gabukai. Ja, ich kann da nicht spawnen. Ist überrannt. Wartet mal. In meinem Haus. Ich komm rüber. Die sind am Radio. Vorsicht, in meinem Haus. Gabukai. Meinst du, dass sie am Radio sind? Ja, die sind am Radio. Ja, ich glaube, die haben die Fob abgebaut. Ja, die haben das Radio abgeschaufelt, glaube ich. Ja, das Radio. Dürfte aber noch Bleed Out sein. Ja, und der Fob ist aber auch einer, da ist nämlich gerade unser Animate umgekippt. Einer schaufelt gerade noch. Einer schaufelt gerade noch. Irgendwas habe ich gehört. Ja, ich bin vor drei da. Einer und. Okay, das warst du, gut. Wo sind die? Diese müssten hier im Haus sein. Im Haus waren hier einen noch. Wir spawnen Main. Wir werden mit dem Heli zu Gabukai gebracht. Ohne Backup-Fab da oder so. Vielleicht kriegen wir da noch was gebaut in die Nähe. Habt ihr die Granate überlebt, Jungs? Achtung, einer kommt die Treppe hoch, einer kommt die Treppe hoch. Hab ihn. Spawnt noch jemand oder können wir schon weg mit dem Heli? Also auf mich müsst ihr nicht warten, ich lieg hier noch mit dem blauen Mädchen. Hab noch einen? Die Captain gerade auf jeden Fall. Aber noch sind wir hier nicht. Noch sind wir hier nicht runtergehauen. Ah, die Captain nicht mehr, glaube ich. Kommen jetzt alle einzeln hier oder? Jetzt kippen sie nicht mehr. Drei Mann sind gerade gestorben im Treppenhaus. So, ein Fahrzeug hier. Ja, Kette hier bei uns. Kette bei uns kannst du markieren, bitte. Habt ihr noch Hoffnung auf Wiederbeleben oder können wir schon los? Ja. Ihr könnt los, geht ruhig los. Helmut, wie sieht das aus? Kannst du mich zurückholen eventuell? Ich bin leid, ich habe keine Verbände mehr. Ja. Oh, ich bin jetzt auch down. Ja, ist gut. Na, und die beleben sich jetzt wieder. In unserem Haus, oder? Ja, bei Gabukai, die sind in dem rechten großen Haus. In unserem Base-Haus quasi. Du hast Fire-Team-Lead. Kannst Fire-Team-Lead markieren hier? Ist markiert. Wollt ihr unten eine FOB aufbauen oder?
Butterfly? Richtig. Das. Das ist schon mal wenig Sicherheit. Ja, die bauen hier ab, Alter. Komm, die Kaya, weil Squad 3 ist hier und Squad 8 und Squad 5 sogar. Aber wenn wir gleich die FOP haben, dann ist richtig los. So, wo sammeln wir? Hallo, wo sammeln wir? Spawn einfach, also kurz halten, versuchen eine FOP zu bauen. Ja, ja, aber wo? Bei Marker. Südöstlich. Okay. Schmeiß das Radio einfach irgendwo hin. So. Ja, das wäre nice. Piripipiripip. Also bisher 200 Tickets. Den Flaggen sind wir auch recht gut durchgekommen. So, von da oben jetzt noch Ketten, sind wir eigentlich gut dabei, ne? Ich buttle, was das Zeug hält. Fahrzeuge hier, die buttern halt nochmal rein, ne? Zwei feindliche Panzer in meiner Nähe. Maybe noch irgendwo ein Radio gleich hier hinsetzen und dann. Sieht das aus? Geben wir den Angriff? Oder? Ja. MAT bitte dann Vehikel zerstören. Greifen wir vom Osten an? Ja, also von Norden kommt auch noch ein Fahrzeug. Ich komme gerade wieder über den Westhügel von Nikolai aus. Ja, Nikolai steht ja auch immer noch die Farbe im Norden. Ja. Also ich habe die mal markiert, ich gehe davon aus, weil ich nicht nichts anderes gehört habe. Ne, die steht da noch. Willst du noch eine Rallye hier irgendwo hinsetzen, oder? Weiß nicht. Nicht machen. Wir haben ja einen Panzer direkt vor der Tür. Nice. Aber wir haben keine Heavy Anti-Tanker. Das ist ein Panzer in Gabokai.
Hat einen Hit. Borat, wirf doch mal bitte eine Ammo raus. Ja, warum nicht? Ich seh nicht, da höchstens die Ketten, glaube ich, ne? Hat nicht funktioniert beim ersten Schuss. Ah, links wird abgehängt. Das ist rechts rum. Da fehlt der Schatz. Ich bin hinten dran. GG. Gute Nacht. Schlaf gut. GG. Wie war's gut nach? Na. Kollege von mir. 548, ja, das geht da. Magic, Shark. Danke. Danke, Mann. Hey, erste Runde Squad Lead überlebt. Na gut. Und ist gut, gell? Bisschen überfordert, ah, Mann. Bisschen überfordert, sagt er. Den her rap ting, det er mit liv at skrive. Jeg er afhængig som en alkoholiker, der bliver stiv. Så hvis jeg ikke kommer i boksen, får jeg abstinenser. Jeg har ikke tid til skolen, min klasse glemmer.